Junge, du musst das Lenkrad halten. Und wenn ich bremse. Wenn ich bremse, sag Bescheid. Du kannst auf den Kampf. Wo ich jedes Mal Bauchschmerzen bekomme, wenn ich diese Frage lese. Was ist mit dem Maserati? Ich muss auch schon antworten auf die Frage. Weißt du selber nicht? Ich hab nicht ganz zugehört. Ich würde sagen, das nimmt auf jetzt. Check, check. Alles klar? Alles klar. Huhu, Leute, ich muss irgendeine Einstellung falsch in der Kamera gemacht haben. Deswegen ist die Videoqualität und der Ton nicht hundertprozentig perfekt. Die Fragerunde ist aber so gut geworden, dass ich das Material nicht wegschmeißen wollte, sondern unbedingt verwenden wollte. Deswegen verzeiht mir das gerne. Video ist trotzdem richtig geil geworden. Schaut es gerne bis zum Ende und liked es gerne jetzt schon mal. Viel Spaß damit. Guten Tag, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir zusammen mit Robin. Guten Tag. Wir sind hier mit so einer kleinen 360-Grad-Kamera gerade im Auto auf dem Weg in den Harz. Robin wollte sich neue 20-Zoll-Felgen für seine S-Klasse kaufen. Wir nehmen über den gesamten Tag noch ein komplettes Video für euch auf. Das wird hoffentlich schon das letzte Video gewesen sein. Falls ihr das verpasst habt, checkt es mal gerne aus. Da haben wir schöne 20-Zoll-Felgen gekauft, eventuell auch so ein Auto gekauft. Das weiß ich Standpunkt jetzt noch nicht. Und Robin hatte eine super Idee und hat gesagt, mach doch mal die kleine Kamera hier in die Windschutzscheibe. Und lass doch mal eine kleine Fragerunde, Fragen von Instagram nehmen, um ein kleines Frage- und Antwort-Video zu machen. Immer ein schönes, geiles, klassisches YouTube-Video. Ich weiß es bloß noch nicht, ob der hier aufnimmt. Also er blinkt rot, das ist eigentlich immer... Ist gut, ne? Blinkt ja schon die ganze Zeit rot. Das blinkt, also seitdem die Aufnahme, also seitdem ich auf Aufnahme drücke. Dann würde ich schon fast sagen, dass das Ding aufnimmt. Vielleicht machen wir das umsonst hier alles. Ich hoffe, der Sound passt alles. Wir sind hier mit so einem Sportgerät auf der Autobahn. Das ist keine S-Klasse. Sportgerät. Hier mein Instagram-Account. Checkt den gerne mal ab. Da habe ich euch Fragen gestellt und habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Wir suchen uns jetzt hier einfach mal spontan welche raus. Was hast du für eine Ausbildung gemacht und als was arbeitest du noch nebenbei? Ich habe eine Ausbildung als Kfz-Biatroniker gemacht, das in einem großen Automobilkonzern in Wolfsburg, und bin nach meiner Ausbildung, in der ich leider nicht so extrem viel technisch was gelernt habe, da es in einem großen Konzern ist und nicht in einer kleinen Werkstattklitsche, also praktisch alte Autos reparieren, lernt man da nicht so viel, da lernt man eher andere Sachen. Und danach bin ich dann in diese Produktion von diesem Automobilhersteller gekommen, wo ich bis heute noch in Teilzeit arbeite. Finn fragt, wann kommt denn Fuhrpark-Updates? Ihr habt es euch alle gewünscht, immer ein Video, was steil geht. Wir gucken mal, ob wir heute dieses neue Auto kaufen oder nicht. Und dann schreibt mir extrem gerne alle in die Kommentare Fuhrpark-Update, dass ich Bescheid weiß, dass ich mal wieder eins machen soll. Wäre wahrscheinlich auch gut für mich, dass ich weiß, was ich da habe. Ein bisschen warm hier drin, wa? Ey, wir können auch hier... Ich kann aber meinen Pullover ausziehen. Okay, erst machst du, dann mache ich, ja? Okay. Du musst aber auch den Verkehr beachten. Ich muss das Lenkrad halten. Ja, du musst das Lenkrad halten. Und wenn ich bremse... Wenn ich bremse, sag Bescheid. Oh, kannst Robin... Das darfst du nicht machen mit mir, Alter. Junge. Oh. Meng, dachtest du jemals, den obigen unter den Nagel zu bekommen und ihn zu herzurichten? So herzurichten? Ich glaube, er meint mein CL500, den Pinky, den Pink Panther. Geglaubt, dass ich den bekomme, habe ich nicht. Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich den jemals so herrichten werde, kann, überhaupt die Möglichkeiten dazu habe. Genau das ist das Schöne an der Sache. Hier auf dem Kanal, bei mir im Leben, bei euch, es gibt Sachen, die könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen, die so krass sind, die alle passieren werden. Und ich denke, man sollte sich im Leben viel mehr zutrauen und dann würde man auch viel mehr erreichen und schaffen. Gehe ich so mit. Kann ich unterschreiben. Eine gut die meistgefragte Frage in den letzten 2-3 Jahren, wo ich jedes Mal Bauchschmerzen bekomme, wenn ich diese Frage lese. ETH fragt, was ist mit dem Maserati? Was ist mit dem Maserati? Der Maserati steht, Standpunkt heute, wie lange ist das jetzt? 2 Jahre, 1,5 Jahre? Immer noch genauso gleich kaputt da, bloß 5 Kilometer in einer anderen Garage. Ich wollte gerne mal mit Tim noch mal zusammen immer ein Video über das Auto machen und noch ein anderes Auto, was er sich gekauft hat. Da ging es einfach nicht weiter. Tim hatte sich langzeittechnisch verletzt. Erst am Fuß, dann war das wieder so ein bisschen in Ordnung. Dann hatte sich jetzt was an der Hand getan. Und seitdem steht das Projekt, ne? Aber den Wagen gibt es tatsächlich immer noch. Steht auch immer noch in Wolfsburg. Hier wieder der nächste, was mit dem Maserati.
Leni fragt, wie fühlt es sich an, den geilsten Fuhrpark auf YouTube Deutschland zu haben? Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich würde natürlich bei Abstand nicht sagen, dass ich den geilsten Fuhrpark Deutschlands habe, aber ich finde das schon richtig geil. Ich würde am liebsten ganz viele Autos kaufen und einfach nur wegstellen, weil ich das cool finde, weil ich von diesen Autos so verdammt überzeugt bin. Es fühlt sich aber, glaube ich, gar nicht so krass an, wie ihr denkt, wie das ist. Ja, der Typ hat so zig Autos. Es fühlt sich, glaube ich, gar nicht so besonders an, wie man denkt, wie das ist mit so vielen Autos. Trotzdem hat man so seine alltäglichen Problemchen und man sitzt da zu Hause am Abend und denkt, heute der Tag war ja nicht so produktiv. Und ich muss sagen, es fühlt sich gar nicht so krass an, weil man das gar nicht so dolle wertschätzt. Ich zumindest in meinem Fall. Weißt du, was ich meine? Nee. Weil du hast ja auch nicht nur ein Auto. Ich weiß 100%, was du meinst. Du hast auch noch den E30 in der stehen, den Fiat Croma in der Halle. Ja. Und trotzdem fährst du... Den Passat. Den Passat hast du auch noch. Passat habe ich auch noch. Und die S-Tonne. Und man denkt so von außen, jo, der Robin, der hat ja so viele geile Autos und bei dem läuft es ja so. Irgendwie für einen selber fühlt man das nicht so doll, ne? Außerdem, man muss ja dazu sagen, viele Leute denken so, boah, eine alte S-Klasse, die muss ja auch noch richtig, richtig teures Geld gekostet haben. Jetzt, ne, gebraucht. Was ja auch gar nicht so der Fall ist. Nee. So, also die Dinger sind ja spottgünstig. Klar, im Unterhalt sind sie ein bisschen teurer. Sieht halt gut aus. Preis-Leistung ist halt geil. Ne? Eine Freundin gefragt, was schätzt du, habe ich für dieses Auto bezahlt? 12.000 Euro. Ja, da kannst du mal 10 Mille von abziehen. Ja, so. Ja, ja. Aber das ist ja alles als Außenstehender mehr Schein als Sein. Am Ende des Tages haben wir wahrscheinlich genauso viel Geld wie ihr. Bloß ihr habt ein Auto für 15.000 Euro und wir haben 15.000 Euro in allen unseren Autos. Ganz, also wirklich ganz am Ende des Tages kommt es ja wirklich nur noch darauf an, macht es dir Spaß, macht es einem selber Spaß, so findest du, es muss ja dir gefallen, so, weißt du. Hast du jetzt so viele Autos zu haben oder was? Ah, so viele Autos zu haben und was für Autos du halt hast, ne? Ja, safe. Ein modernes Auto für 15 Mille oder nee, überhaupt drei alte für 5, so. Ja, 100 pro. Ich würde am liebsten, auf was kommen wir denn? 2, 4, 6, 8, 10, 5, 4, ich würde am liebsten 7,5 Autos für 15 haben, ja. 2.000 für jedes, ja. Da bin ich eher dabei. Schon wieder Leni fragt, was ist aus dem W124er Taxi geworden? Das wurde neulich lackiert. Das ist bei Lackflo oben in Hamburg und wurde vor kurzem, vor ein, zwei Wochen, komplett frisch lackiert. Der muss jetzt so langsam irgendwann damit durch sein und dann muss der wahrscheinlich zu Lukas zurückgehen und dann wird er den komplett zusammenbauen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Nächstes Jahr dann im Sommer die eine oder andere Runde zu drehen. Also da bin ich wirklich gespannt drauf, weil das Auto kam ja mit Zustand nix zu uns. Ne? Wirklich weg. Dann ist er schon mal ein bisschen besser rausgegangen, ja. Und jetzt mit frischem Lack. Ich habe auch richtig Bock auf das Auto. Safe, weil ja, das ja. Mir ja fast schon ein bisschen so ein ja. Mühe am Herzen liegt. Ne? Leni stellt aber gute Fragen. Ne? Es sind wahrscheinlich so viele Fragen und ich fange jetzt von oben an und kann nur ein paar picken. Ne? Vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus an jeden, der so eine Frage gestellt hat, weil ohne euch können wir solche so eine Fragerunde gar nicht machen. Und ich weiß selber, wie es ist. Ich habe ein Jahr lang YouTube gemacht, ohne einen Kommentar zu bekommen, ohne Nachrichten auf Instagram zu bekommen. Und deswegen macht es mir zum Beispiel auch extrem Spaß, Nachrichten auf Instagram zu schreiben. Oder ich antworte ganz oft und ganz gerne auf Instagram und dann kommt die Antwort, ja ey krass, du antwortest ja, hätte ich gar nicht gedacht und so. Nö, Digi. Also ich verbringe die ein oder andere Stunde am Tag auf Instagram zu antworten. Deswegen vielen Dank geht daraus an eure Aktivität. Ne? So. Jetzt kommen wir wieder zu Leni. Klasse Frage. Wo seht ihr euch in einem Jahr? Du darfst gerne anfangen. Das ist schwierig zu sagen. Und ich würde sagen, das ist nicht vorauszusehen. Es ist nicht vorauszusehen, aber geplant, weil ein Jahr solltest du noch hinkriegen eigentlich, oder? Aktuell schwierig. Aktuell schwierig okay. Bei mir. Okay. Wo siehst du dich denn in einem Jahr? Ich droppe jetzt die komplette Bombe nicht, aber auf jeden Fall nicht mehr in Wolfsburg. Wolfsburg ist schön, Wolfsburg ist gut, da bin ich aufgewachsen, aber ich möchte mal so ein bisschen raus in die große Welt. In Wolfsburg kennt sich jeder und ich möchte irgendwie nicht mehr in Wolfsburg sein. Irgendwie eine größere Stadt, das wäre mein Traum. Da bin ich jetzt auch schon praktisch dran und deswegen sehe ich mich natürlich da in einem Jahr. Ne? Würde ich dir wünschen, würde ich dir gönnen. Siehst du? Dankeschön. Ja, gerne doch. Also, ich gönn dir alles, denke ich, gut auf der Welt. Also. Ich gönn dir, dass du mal dein Koma verdienst. Wollen wir mal kurz die Kamera switchen? Geht das? Geht das so einfach? Was meinst du jetzt genau? Wenn nach vorne gucken? Nee, ne? Nee, muss ich jetzt die Aufnahme beenden und switchen. Achso, okay. Dann würde ich eher die große Kamera in die Hand nehmen. Ja.
Pascal R1612 hat gleich zwei gute Fragen. Sind noch andere Projekte in der Zukunft geplant? Wenn ja, welche? Aktuell ist bei mir erstmal große Aufräumsaison. Ich bin nicht so gut darin, weil ich jetzt heute eventuell ein Auto kaufe und morgen, übermorgen wieder ein Auto besichtige. Aber aktuell ist eigentlich gerade so ein bisschen alles, was man hat, aufräumen. Den 216er CL500. Videos fertig machen, TÜV. So fertig, dass das Auto fahrbereit und angemeldet auf dem Hof steht, dass man den bewegen kann. Dann gibt es meinen allerersten Japan-Import. Der ist schon hier in Deutschland. Ich habe schon dran geschraubt. Ich habe mehrere Videos dazu schon produziert. Den möchte ich aber erst nach dem 216er CL500 online stellen, das ganze Projekt veröffentlichen, sage ich mal. Damit es nicht heißt, ey Leon, wir kommen mit den Projekten gar nicht hinterher. Nach diesem Japan-Import-Projekt würde ich gerne den 216er CL600 fertig machen. Nachdem würde ich gerne diesen CL500 mit AMG-Paket Designer, den ich immer noch stehen habe, nochmal tutti komplett fertig machen. Da gibt es immer noch so ein ABC-Problem. Das ist eigentlich alles gar nicht so schwer, aber als alleinige Arbeitskraft oder mit der Unterstützung von den Jungs kann man auch nicht 5 Autos auf einmal reparieren. Und aktuell will ich eigentlich nichts Neues kaufen und mich darauf zu konzentrieren, den Hof aufzuräumen, die Projekte fertigzustellen, um so ein bisschen kleinen, frischen Kopf zu haben, um spontane, coole Projekte umzusetzen. Ne? Ich würde gerne so 90er Atzen-Tuning machen, so ein W203, so komplett tiefer legen, so ein komplettes Bodykit kaufen, sowas halt. Aber das will ich, kann ich nicht machen, wenn ich so viele Autos auf dem Hof habe, die so große Baustellen noch haben. Naja, und dann, also mir kommen jeden Tag wieder geile Ideen, ein E36 Coupé mal irgendwie von Grund auf oder von so richtig ranzig frisch aufzubauen. Aber das will ich nicht starten, wenn ich halt gerade noch 5 Projekte im Vorlauf habe. Hier muss man jetzt aber wirklich nochmal kurz die große Kamera auspacken. Ich muss euch das jetzt nochmal zeigen, für alle, die nicht aus der Region kommen, hier Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, der Harz. So ein kleines Gebirge, wo man halt unglaublich coole Kurven hat und auch eine unglaublich schöne Landschaft. Jetzt gerade hier so mit der Nachmittagssonne, die hier so reinschauen. Zum Urlaub machen, wunderschön hier. Wirklich, ich habe schon das eine oder andere. Hast du übernachtet? Boah, ich habe schon das ein oder andere Wochenende hier verbracht. Ja? Ja, safe. Kannst du eine Stunde nach Hause fahren? Nee, hier vorne war ich mal ein Wochenende. Ich meine, viele Leute, viele Tuner kennen ja den Harz, ne? Soundröhre. Die Szene ist ja so ein bisschen doof geworden, habe ich mir sagen lassen in den letzten Jahren. Ich bin ja überhaupt gar kein Teil der Szene, sage ich mal, von so Tuning und so Treffen. Kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Ich wollte immer mal mehr oder möchte mehr zu sowas hinfahren. Aber so richtig der Kenner bin ich jetzt nicht. Warst du schon mal bei der Soundröhre? Ich war mal da, aber nicht als ein Event war. Aber waren halt trotzdem ein, zwei Leute da, die da ordentlich durchgeladen haben. Und das ist schon heftig ekelhaft laut da drin. Also. Ist aber schon echt gerade ein cooler Vibe, muss man sagen. Safe. Ja, guck mal hier runter. Wir sind jetzt noch ganz unten, ne? Michael Bärle fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? War gar keine richtige Idee. Ich persönlich würde sagen, ich bin ja so jung, ich bin gar nicht mit dem Fernsehen aufgewachsen, sondern ich bin mit YouTube aufgewachsen. Und habe immer so, wenn ich andere Leute was sehe, die was machen, will ich das auch gerne machen oder nachmachen. Zum Beispiel YouTube-Videos. Ne? Ich gucke mir den ganzen Tag YouTube-Videos an, dann denke ich, hey, ich habe auch mal Lust, ein YouTube-Video zu drehen. Ich habe tatsächlich schon mit 13, 14 meine allerersten YouTube-Videos hochgeladen, noch so Minecraft-Zeugs. Da habe ich mir auch das ganze Videoschnittprogramm selber durch YouTube-Tutorials einfach beigebracht. Ein, zwei Jahre YouTube-Videos gemacht, auch so kleine Real-Life-Vlogs und so. Alles hochgeladen, ist natürlich nichts bei rumgekommen, sage ich mal. Aber dann habe ich meine Schule fertig gemacht, meine Ausbildung angefangen. Dann ging das so richtig, richtig mit den Autos bei mir los, ne? Dass ich selber Schrottautos, Unfallautos gekauft habe, repariert habe und so. Und dann hat es mir irgendwann dolle wieder in den Fingern gejuckt, einfach Videos darüber zu machen, weil das halt so ein bisschen, ja, ich will es nicht übertreiben, aber schon bei mir drinne ist oder war oder schon immer in meinem Kopf war, boah, ich will mal fett viele YouTube-Videos machen. Und es macht einfach Bock. Und Robin fängt auch mal an mit einem YouTube-Account. Das weiß aber auch keiner. Das weißt du selber auch noch nicht, ne? Nee, weiß ich auch noch nicht. Chris 5,7 fragt, bist du mit Max im Zoff?
Nö, überhaupt. Nein, überhaupt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, warum er das so krass denkt. Und ich habe ein, zwei Sachen gesagt und dann hieß es auch immer mal, habe ich mal einen Kommentar gelesen, wann hören endlich diese Sticheleien zwischen Moody und Max auf? Ich habe jetzt eigentlich nicht gestichelt, ich wüsste auch nicht, wo er gestichelt hat. Wir haben aktuell einfach nur ein bisschen weniger Kontakt, was ja auch nicht schlimm ist. Großen Respekt geht aber raus an diesen W222-Unfaller. Mein absolutes Traumprojekt, eigentlich so ein Auto als Unfaller zu holen, gerade mit dieser 400.000 Kilometer Nummer noch. Aber ich wollte mal das kurz darauf eingehen, weil eigentlich ist da kein Zoff. Ne? Wenn jetzt irgendwas wäre, wenn ich irgendwas hätte oder in der Gegend wäre, würde ich ihn anrufen. Wenn ich irgendwas von ihm bräuchte oder so, hätte ich jetzt keine Scham oder so. Und das wäre bei ihm wahrscheinlich genauso. Nur, dass das mal klar auf YouTube gesagt ist, weil eigentlich ist da nichts. Till-TSM fragt, Respekt, was du dir mit YouTube aufgebaut hast. Wie hast du die Motivation gehabt? Vielen Dank erstmal für das Kompliment. Wie hast du die Motivation gehabt? Also, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber das ist so mein größter Traum im Leben, YouTube-Videos zu machen und Klicks auf YouTube zu haben. Und ich kann das jetzt gar nicht genau, also ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das. Weil es halt auch wieder deine Kindheit war. Genau, wie genau. Also, hast, ne? Es geht gar nicht krass darum, motiviert zu sein oder nicht. Es geht darum, also keine Ahnung, ich entscheide mich jetzt nicht, boah, ich nehme jetzt ein Video auf, bin ich motiviert oder nicht, sondern. Also was wollt ihr denn sonst den ganzen Tag machen? Auf dem Sofa rumlungern? Macht keinen Spaß. Mir macht YouTube produzieren, Videos drehen, sich irgendeinen Mist ausdenken, wie jetzt hier mit dem Auto in Harz zu fahren und hier so ein FAQ-Video aufzunehmen. Das macht mir Spaß und deswegen mache ich das. Deswegen bin ich nicht motiviert für YouTube, sondern nichts anderes macht mir so sehr Spaß wie das. Also mache ich das. Natürlich gibt es auch Scheißtage und Tage, an denen man das nicht machen will, aber denkt, okay, man möchte jetzt... Content produzieren und es soll endlich mal wieder ein Video online gehen, weil zwei Wochen nichts online ging oder so. Klar, das gibt es auch keine Frage. Aber ich würde nicht sagen, dass es so eine klassische Motivation ist. Vielen Dank auch. Schau, da geht raus an Robin, der gesagt hat, ey, lass uns doch mal so ein FAQ-Video hier aufnehmen, weil dann hast du noch mal ein Video extra. Sonst hätte ich das nämlich nicht gemacht. Da sieht man, da war ich jetzt, also ich bin auf die Idee gar nicht. Ne, wegen motiviert. Oder weißt du, was ich meine? Ich weiß, oder was meinst du, wie kann man das vermitteln? Um dich hier mal mit reinzunehmen. Ja. Du musst auch schon antworten auf eine Frage, weißt du selber nicht, ich habe ne? nicht ganz zugehört, ich konzentriere mich hier so einigermaßen auf den Straßenverkehr da. Du Parkplatz oder was? Ich müsste mal pinkeln, ja. Ich habe eine übelste Mädchenblase, ich habe eine richtige... So Leute! Gib doch noch mal ein paar Refs kurz. So Leute, ich würde mich extrem bedanken fürs Zuschauen. Checkt auf jeden Fall das letzte Video aus, da haben wir den kompletten heutigen Tag gefilmt, was wir jetzt wie im Harz machen, ob wir eventuell wie ein neues Auto kaufen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ganz spontan, FAQ-Video. Schreibt mir gerne, falls ihr noch Fragen habt, eure Fragen in die Kommentare, dann werde ich die noch mal ein bisschen spontan beantworten. Ich hoffe, das hat alles so gepasst hier mit der Videoqualität und mit der Audioqualität, weil ich mit der Kamera nicht hauptsächlich aufnehme. Ich würde mich extrem bedanken fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es euch gefallen hat. Und Robin sagt euch noch Tschüss. Tschüss, bis dann.